Soll ich Herzschlag? Nein. Okay. Das war ein bisschen ein verstörender Moment. Hey, orange Blumen. Hätte ich die schon mal? Ich glaube schon. So. Nehmen wir mal was mit. So. Jeder mag orange Blumen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren die sinnlos. Schauen wir mal, ob ich anhand von euch beiden bin ich da irgendwo? Warum kann ich die anderen nicht angucken? Oh, du Depp, ich wieder zurück. So. Musste ich da schon oben halten. So. Einmal den Berg wieder hocharbeiten. Mache hinne. Ich mag ja sowas, wenn man so die ganze Zeit irgendwie unter Stress sitzt. Wenn man meint, es könnte das Vieh in irgendein Viech kommen oder sowas. Es wird schon wieder so dunkel, so finster, ey. Aber bleib halt stehen, ich möchte doch nur hier. Fängt das gerade an zu gewittern? Es scheint zumindest zuzuziehen. Was sagt die Uhr? Kurz vor 12. Da ist ein Unterstand. Schauen wir mal, ob da irgendwas finden. Zum Beispiel eine komische Platte. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Nein! Oh. So, jetzt haben wir wieder Fieber, weil wir gefallen sind. Ja, Fieber. Use Medicine. Ich habe keine Medizin mehr. Ich bin bestimmt gerade wieder im Kreis irgendwo hin. Ihr kennt das bestimmt, ich tue es nämlich gerade nicht. Ich habe hier total die Orientierung verloren. Sehr freuen, wenn ich mal irgendwie so ein kleines Basecamp oder so finden würde, in dem ich mich orientieren kann. Okay, hier ist zumindest irgendwas, was aussieht wie ein Weg. Sieht zumindest so aus. Jetzt wird das so finster hier. Muss das sein? Verdammt nochmal. Ich glaube, ich werde es nicht mehr lange machen. Also den zweiten Teil von dem Gegenmittel kriege ich bestimmt nicht zusammen. Oder da ist ein Weg. Folgen wir dem Weg. Wege über den Steg. Moment, das kommt mir bekannt vor. In die Richtung. Irgendwo in die Richtung muss was sein. Glaube ich. Er rennt schon wieder wie so ein Verrückter. Vielleicht ist es auch ein bisschen, das weiß man nicht. Oh. Ach, Fieberschub. Okay. Das kenne ich alles nicht. Das ist mir alles so fremd. Da ist eine Hütte. Habe ich eigentlich noch was dabei? Ach, ich habe meine orangen Blumen verloren.
Warum kriege ich so epische Musik? Anleitung zum Kartografieren. So, trink mal einen Schluck Wasser. Wasser trinken ist nämlich immer gut. Das fühlt mir das beruhigt. Okay, da könnte ich speichern, aber würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt nicht. So, und dann gehen wir mal. Okay, so. Und von dem Ding kann ich bestimmt hier was. Ah, ich habe das Gefühl, ich bin hier. So, und anhand von dem Ding. Okay, ich bin also hier oben. Das heißt. Wir machen weiter. Das heißt. Das ist diese kleine Landzunge davor. Das heißt, in die Richtung weiter. Um zurückzukommen. Zum Standard Base Camp, also da, wo es angefangen hat. Vielleicht zu irgendwas, womit wir Medizin machen können. Vielleicht überleben wir sogar zusammen. Das wäre sehr gut. Also das. So. So zoomen wir an. Achso, wir müssen jetzt durch den Wald ein bisschen. Okay. Also auch wenn es jetzt durch den Wald geht, sind wir anscheinend noch richtig. Ich hab Angst. So ein ganz kleines bisschen. Ah, Fieber. Ich glaube, es geht zu Ende mit uns. Wir das zurückschaffen werden. Ich weiß es nicht. Was bei. Ah. Okay. So ist ein kleines Stück. Das war nicht, hat mir nachgeladen. Ich hab so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich will nicht so schnell sterben. Ich will noch ein bisschen leben, ich hänge am Leben. Oh, da vorne sind Hütten. Da ist ein Vogel. Verräterische Mist. Ist das hier das erste Basecamp? Habe ich es zurückgeschafft? Scheint so. Das ist sehr gut. Da unten war Zeug zum Medizinbau, zum Medizinherstellen. Komm runter, beruhige dich. Wir haben es gleich geschafft. Wir können dir gleich ein paar Pillen zum Einschmeißen herstellen. Da. Nee, da, die Dinger waren das. So, einmal da was mitnehmen. So, ganz cool bleiben. Geschmeidig. Stand es hier immer schon alles so? Okay. Wenn ich mich recht erinnere. Oh. So. Genau, einmal pillen. Okay. You are being watched. Ist okay. Erstmal schmeißen wir uns jetzt hier Tabletten ein. Okay, und was sagen wir? Health, okay. Alles klar. Sehr gut, die Welt kriegt wieder ein bisschen mehr Farbe. Und wir können wieder munter durch die Gegend ziehen. Huch, nee, das war. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal nach da drüben. Oh. Ja, der Ballast eiert wieder durch die Weltgeschichte. Sehr gut, ne? So, da haben wir einen
durchgehen. Ich hoffe, da komme ich so durch. Hier rum. Scheint nicht so. Kann ich mich hier rum cheatern? Ja. Das sieht gut aus. Huch. Zu schnell rennen und wir fallen um und brechen uns was. Keine gute Idee. Was bist du für ein fetter Truthahn? Da drüben ist eine Hütte. Dann umgehen wir mal hier das Gewässer. Oh, hatten wir die schon mal? Scheint so. Das hat uns jetzt was gesagt. Okay. Hey, wir haben einen Weg gefunden. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal, was das da drüben für eine Hütte war. Wo ist sie denn? Die muss ja hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hinter diesem Hügelchen, ne? Hoffe ich mal. Ach, hier ist schön. Hier ist... Der Himmel ist blau. Die Uhrzeit sagt, es ist 3 Uhr nachmittags. Da ist eine Hütte. Das ist das Ding, was ich gesehen habe. Ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal hin. Dann schauen wir, was da drin ist. Wasser. Oh, wieder Fotos. Ein paar Inselfotografien. Okay, irgendwas am Außenposten Sirius. Und Dr. Douglas, der Professor Sanchez irgendwas sagt. Zeigt. Was auch immer. Oder gibt es noch was? Ah, ein Kartenstück. Irgendwas über einen Sumpf. Sumpfpfad. Oh shit, Sumpf. Okay. Schauen wir mal. Oh. Ja, ja, so. Hier, komm. Zack. Zack, so. Schauen wir mal. Da geht's durch den Sumpf durch. Und da hinten ist wieder irgendwas. Ich bin auch ein Held. So. Durch den Sumpf können wir. Ja, können wir noch durch, denke ich. Sollten wir schaffen. Hoffe ich doch. So, einmal hier hoch, habe ich gesagt. Das ist schon wieder ein Zelt. Ist das auch auf der Karte drauf? Mitten in der Prärie schauen wir hier auf die Karte. Nein, das. Das kann doch nicht sein, dass ich schon hier bin. Naja. Folgen wir dem Weg. Und schauen wir, wo er uns hinführt. Wahrscheinlich direkt in die Arme von einer hungrigen Miezekatze. Die sogenannte Fiebermiezekatze. Ein Kanickel, okay. So. Ach, kenne ich nicht, okay. So. Ja, dann lassen wir das natürlich in Ruhe. Schlagen uns weiter hier entlang. Aber ich habe immer noch den komischen Blitz dabei. Ach, ich habe den Sumpf gefunden. Ich will jetzt wissen, was da hinten ist. Ich möchte nicht in den Sumpf. Ich lebe noch, alles okay, nichts passiert. Bitte sag mir, dass da irgendwo was dann drin flackt. Mal runter hier. Lecker alte Äpfel. So. Den lagern wir auch mal hier ein. Und es gibt hier nichts. Das
um Sachen herzustellen. Super. Muss ich wohl doch irgendwie in den Sumpf rein. Was sagt die Uhr? Ah, 16:30. Wir haben noch lange genug Licht. Hoffe ich. Ich habe ein wenig Angst hier. Ich werde alt. Uff, so. So. Geh mal ab in den Sumpf. Vielleicht finden wir hier auch gleich irgendwelche Sumpfpflanzen. Das ist auch sehr gut, querfeld ein durch den Sumpf zu rennen. Kann man nur empfehlen. Also wenn man mal, wenn ihr mal ein bisschen lebensmüde seid und unbedingt sterben wollt, macht das ruhig. Das ist immer ein guter Plan, um mit dem Leben abzuschließen.